Hallo und herzlich willkommen. Endlich zurück zu einer weiteren Folge Scam. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid und ja, hoffe natürlich, dass der ein oder andere noch dabei ist, denn die letzte Folge ist sage und schreibe 2 Wochen her. Die Folge 62. Und da hatten wir endlich eine Chili gefunden. Gott, was ist in den 2 Wochen passiert? Die ersten Tage war ich richtig heftig krank. Also ich lag auf der Couch mit einer, wie soll man das beschreiben, Entzündung der Magenschleimhaut. Und habe extrem lange diesmal rangeknabbert. Das habe ich ja schon öfter gehabt. Und gehe jetzt auch zum Arzt. Also gibt man eine Magenspiegelung und sowas alles jetzt im Nachlauf. Und hoffe, dass da nichts Schlimmes gefunden wird. Ich kränkel eigentlich immer noch ein bisschen, bin aber gestern, also von Donnerstag auf Freitag, wieder arbeiten gewesen, viel zu früh, aber ja, jetzt soll's doch wieder rund gehen, ne, nicht wieder 2 Wochen Pause machen, ups, das habe ich zu viel gedrückt. So, gut, nach den Magenschleimhautentzündung-Scheiß kam dann eine massive Schlafstörung, die hat sich wahrscheinlich einfach damit eingeschlichen, weil ich die ganze Zeit nur rumgelegen habe und konnte einfach nachts nicht mehr pennen. Das heißt, ich habe mich dann tagsüber hingelegt und mein ganzer fucking Biorhythmus war einfach sowas von im Arsch, plus diese, Erkältung will ich sie nicht nennen, also diese Entzündung war einfach grausam. War einfach grausam, aber ich hoffe, jetzt geht's wieder alles langsam aber sicher bergauf. Ich fühle mich auf jeden Fall besser. Wie gesagt, ich habe einen 24-Stunden-Dienst überlebt und der hat es auch in sich gehabt. Drück mir die Daumen und ja, ich freue mich auf jeden Fall heute auf die 2. Chili-Chote, denn wir haben in der letzten Folge tatsächlich eine Chili-Chote gefunden und damit dann eigentlich fast schon alles zusammen, was wir brauchen. Also da sind noch ein paar Kleinigkeiten, die wir suchen müssen und ich hoffe, das Mikrofon ist richtig eingestellt. So, jetzt will ich euch gar nicht so lange warten lassen. Gehe auf Fortsetzen, müsste gegen Mittag sein auf dem Server. Bei mir ist aktuell 11 Uhr. Das heißt, wir haben eine satte Stunde, genüsslich Chili-Choten zu suchen. Mein Plan ist, Richtung Käsefabrik wieder zu laufen. Jetzt ist das ja 2 Wochen her, dann ist es nicht ganz so langweilig, wenn ich zwei miteinander dieselbe Position absuche. Und ja, bin mal gespannt. Gott, habe ich einen Patch verpasst oder sowas? Ich habe, keinen Patch verpasst. Ne? Oh Gott, guck mal, was wir alles mitschleppen. Da ist er. Normalerweise müssten die Sachen ja jetzt komplett verwest sein. Ne? Aber was schleppe ich denn da alles mit? Der Heidewitzka, der Kapitän. Das arme Mädel, das muss ja 8 Tonnen mitschleppen. Gut, schon wieder alles vergessen. Gut, Käserei. Jetzt muss ich mich erstmal wieder orientieren. Müsste das hier sein, einfach Richtung Norden. Machen wir uns mal auf den Weg. So, auch ganz ungewohnt zu zocken. Ich habe auch wirklich die 2 Wochen gar nicht gespielt. Ich habe einmal die Oculus Quest auf der Nase gehabt. Das war's. Wollte so viel machen, also ich wollte zwischenzeitlich immer einmal einen raushauen. Das Bild sieht so unglaublich scharf aus, ey. Einfach nicht mehr gewohnt zu zocken, komisch. Nach 2 Wochen. Am Computer saß ich des Öfteren. Wie gesagt, ich habe am Discord immer geschrieben oder über YouTube. War aber, wie gesagt, eher betäubend alles. Ne? Also ihr könnt das vielleicht nachvollziehen. Außerdem habe ich auch sehr viele nette Sprüche und Genesungswünsche von euch bekommen. Vielen, vielen Dank dafür nochmal an der Stelle. Ne? So, gut. Auf geht's. Nochmal Käsefabrik abfahren. Dann gibt es die letzten guten Zutaten. Muss mal gucken, nicht, dass ich die anderen Zutaten dann noch offen habe. Und ich glaube, ich habe keinen Patch verpasst, obwohl mir die Symbole so komisch vorkommen hier unten. Also die Pistole und... Aber ich glaube, das ist einfach nur, weil ich es vergessen habe. So. Ansonsten ist nichts Spannendes passiert, gar nichts. Ich war tatsächlich sogar das ganze Wochenende 4 Tage alleine zu Hause. Komplett. Das war so gruselig. In dem ganzen Haus alleine zu sein, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Das war wirklich gruselig. Aber wir haben das Buschmann-Messer, ne? Ja, das ist echt eine hypergeile Waffe. Den Bogen, wir haben auch noch Pfeile, also gut. Ne? Ich muss mich ein bisschen konzentrieren, sorry dafür. Wie gesagt, ich bin noch nicht ganz fit, aber ich will jetzt auch nicht ewig lang nur noch auf der Couch rumpimmeln. Ich habe Fernsehen geguckt viel. Aber irgendwann konntest du kein Fernsehen mehr anmachen. Diese ganzen Werbekacke, ne? Diese Werbung, die sich am laufenden Band wiederholt. Da kriegst du eine Pfanne. Da kriegst du einen eine Pfanne. Jetzt schreibt Chefi mal seit Ewigkeiten wieder Hu im Chat. Aber waren gerade nicht viele Spieler drauf. Ich hab's jetzt alle verscheucht.
Seit 2 Wochen hat sie kein Huhu geschrieben. Und da sind wir schon wieder bei der Käsefabrik. Guck mal da, da schreiben sofort welche zurück. Geil. So, sollen wir direkt ins Hauptgebäude? Was ist denn hier das Hauptkäsegebäude? Also ich habe das Gefühl, dass die Grafik besser ist, aber das mag sein, dass ich das nur so glaube, weil ich so lange nicht anhatte, ne? So. Gut. Kletter darüber, Mädel. Gib alles. Ach ja, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Okay. Habe ich noch Heilmittel? Habe ich noch. Gut, Heilmittel. Bandagen. Gucken wir uns erstmal gemütlich hier durch. Man muss ja wieder YouTube lernen hier neu, ey. Frühstücks-Bunny-Flocken. Wie, was sagt denn mein Futti? Futti ist gut. Brauchen wir keine Bunny-Flocken essen, oder? Oder sollen wir der Steffi die Bunny-Flocken gönnen? Wir gönnen die, ne? Rein in die Steffi. Messer auf den Boden geworfen? Ne. Ach, das sieht irgendwie anders aus, ey. Ich kann mir nicht helfen. Kacke, nee. Gut, erstmal einen Schluck Kaffee trinken. Auf dem Magen. Der freut sich da besonders drüber. Da brüllt schon der Zombie. Nicht zu viel fressen. Aufpassen. Oh, die kann sie ganz aufessen, ne? Und dann hat sie ordentlich Cerealien in sich. So. Schön. Ich freue mich. Bin wieder dabei. Ich merke das richtig. Ich merke das richtig, dass ich wieder Spaß habe. Ich habe es wirklich ein paar Mal versucht, ein Video zu starten. Aber da war ich dann noch heiser die letzten Tage, bevor ich jetzt wieder arbeiten musste. Also es hat alles nicht funktioniert. Es wollte einfach gar nichts funktionieren. So, guck mal, 101, genau, ey. Den Karton hat sie auch gegessen. Das Luder. CD-Spieler. So, das Hauptkäsegebäude ist das da. Da habe ich letztes Mal, ich habe jetzt hier so ganz blöd meine Tastatur am Wackeln auf dem Tisch. Das nervt. Da werden wir direkt nochmal reinstarten. Aber warum sollte genau da nochmal eine Peperoni liegen, ne? Also, wie viel Glück soll ich denn haben? So. Und ich wollte Testzonen-Videos machen und so. Komm, wir gucken erstmal hier rein. Da kamen jetzt auch einige Sachen raus, tatsächlich. Jetzt nicht so ultra spannende, aber es kamen halt ein paar Sachen raus. Boah, ich kann nicht noch mehr mitschleppen, Mann. Das kann ich hier nicht antun. Passt auch nichts mehr. Ne, schöne Munition. Den haben wir schon drauf. So, schön. Alter, ist das voll geblitzt bei mir im Zimmer. Ich glaube, das war ein Blitz draußen. Okay, dann geht mir der Hund gleich wieder auf den Keks. Rein in die Steffi. Wasser war ja ganz gut, ne? So, warte mal, ich muss einmal meine Tastatur hier. Da ist ein Bein draußen und ein Bein nicht draußen. Vorsicht! Jetzt kotzt sie gleich. Total überfüllt. Mädel. So, und ich nehme natürlich den Flitzebogen jetzt hier. Die sichere Variante. Der macht ja, glaube ich, sogar noch ein paar Skillpunkte mit. Schön leise. Was ist denn hier los? So. Hast du eine Peperoni dabei? Ja, ich muss da rein. Aber ich habe Angst, dass da keine drin liegt. Dann weiß ich auch nicht mehr, wo ich noch suchen soll. Mann. Ich sag, wie viel Glück soll man denn haben, dass da jetzt wieder eine Peperoni drin ist, ne? Boah, ich hatte das Wort Peperoni vor allen Dingen so oft gesagt in den letzten Folgen davor. Na komm, wir hüpfen jetzt da rein. Ich muss mutig sein. Ich muss mutig sein. Aber ich muss auch mein ganzes Mikrofon gerade neu eingestellt. Das war so übersteuert. Psst, Zombie, jetzt sei leise. Ist alles voller Käse. Was? Ne, Hefe. Wie überraschend. Und ein Käse auf dem Fließband. Und ganz viel Hefe.
Nähzeug, Nähzeug? Was nähen die denn am Käse? Naja, lass sie mal machen. Letztes Mal waren wir oben in den Raum drin. Aber nein, das kann nicht schon wieder da liegen. So ein Pepperrötchen. Weiß auch gar keiner, dass ich jetzt wieder losgezockt habe. Man hat doch gar keinen Mauszeiger, wenn man den Fitzebogen jetzt in der Hand hält. Da ist er, der Punkt. Naja, die ist draußen. Ja, waschen müssen wir uns auch mal wieder. Nach 2 Wochen. Ach ja, hier war das eine ähnlich Scheiße. Gib mir eine Pepperoni. Wasser und Bier. Okay, im Labor haben wir schon mal gar nichts. Hier war die drin letzte Mal. Da lag die. Warum auch immer, ne? Aber da haben wir eine Menge Wasser hier drin. Ja, da wird es nicht drin sein. Kleber. Ja, wir haben noch eine ganze Plantage. Ne? Also, ich bin da jetzt nicht so in großer Sorge, dass ich jetzt nicht fündig werde. Aber ich habe schon vergessen, dass das da unten war. Ey, erstaunlich. Oh, den muss sie essen. Passt auch wieder rein in ihr. Sollen wir die jetzt ärgern oder nicht? Ne, lass sie erstmal in Ruhe. So. Ups. Aggressionsmodus aktiviert. Ah, hier glaube ich es nicht. Ist aber sehr schön modelliert hier, ne? Die Ecke, muss man sagen. Mit den ganzen Gardinen und sowas. Es gibt da schon langweiligere Ecken. Bei der Käserei haben sie sich besonders Mühe gegeben. Die Entwickler scheinen wohl Käsefan zu sein. Brüll die da rum, ey. So, komm jetzt hier, Timmy. Auf dem Klo. Ne, keine Pepperoni drin. Erstaunlich. Rest, rest. Man hätte ja mal Glück haben können. Oh, guck mal, da kam noch ein Zusatzhuhn. Natürlich darauf antworten. So, gut. Jetzt wollen wir mal schauen. Die Käserei, da sind wir leer ausgegangen, leider. Ich habe aber schon alles durchsucht, wenn mich nicht täuschen. Hier geht es nämlich raus. Oh ne, hier ist nochmal ein schickes Lager. Das könnte natürlich voller Käse sein. Wer da hätte damit gerechnet? Scheiße. So, und dann bleibt mir jetzt natürlich noch dieses ganze Dorf da. Oder was auch immer das ist. Oh. Spüre, macht das Buschmannsmesser. So, Mann, was ist denn mit dir, du doofes Mauspad? Hör auf so zu zappeln. Was schreibt er? Endlich bist du wieder da, Steffi. Ich hatte schon Entzugserscheinungen, weil deine Steffi-Videos so lange nicht mehr da waren. Ja, das tut mir auch echt leid. Hat innerlich auch einen Druck ausgeübt auf einen, tatsächlich Videos zu machen. Deswegen habe ich es auch ab und zu versucht. Aber das ging einfach leider nicht. Ne? Gesundheitlich war es nicht möglich. Hätte euch auch keinen Spaß gemacht. Wenn ich so Videos gemacht hätte. Ne? Das wäre eher so eine lustlose Geschichte geworden. Los, Masken. Boah, was Geiles hier. Ich kann irgendwas reparieren hier, ne? Ich glaube, die näht sie eher, oder? Ja, egal. So, was habe ich verloren? Noch nichts? Okay. Jetzt muss ich besonders aufpassen. Also hier ist jetzt noch ein richtig schöner Hof. Hier kann man noch richtig Glück haben.
ein paar Zombies zu treffen. Also meine Empfehlung ist echt dieses Messer, ey. Das hat echt Wumms. Ja, noch mal rein. Boah, ist das ein Siff, ne? Guck mal, hier vor allem der Berg Müll. Pfui. So, bitte da, bitte da. Das werde ich niemals eine finden. Also das kann ich vergessen. Und da muss mal eine Bestandsaufnahme gemacht werden. Ne? Meine Sachen vergammeln ja tatsächlich in der Tasche langsam, aber sicher. Und das ist natürlich nicht so schön, weil ich damit nichts mehr anfangen kann. Ein Apfel, der super. Ein Auto. Mit allerhand Zeugs und kein Lust, das rauszuwerfen. Zu faul. Na, in sowas kannst du Sauglück haben, einfach. So Fässerchen, ne? Jetzt muss ich wieder pipi. Wie ich das vermisst habe, dass ich immer pipi muss. Ein kleiner Generator. Datteln. Ach komm, Spiel. Ernsthaft? Kacke Datteln finden wir. So. Ah, hier ist nur so ein Kram drin. Aber man will nicht aufgeben, ne? Elektriker Repair Kit. Das ist ja ein Gedöns, ne? Also, die haben sich richtig viel Mühe gegeben in der Ecke, finde ich. Hier mit den Schutthaufen. Entschuldigung. Oh, mit Teerkiste. Natürlich leer. So, jetzt wird's spannend. Nicht. Ja, letztens noch einen umgebracht für eine Pepperoni. Ich sperre mich mit ihnen ein, so mutig. So, das Messer ist einfach die Wucht. Es ist die Wucht. Stabilisierer haben wir schon drauf. Kann man vielleicht einen zweiten draufpacken? Nee, ne? Schon mal versucht. Hier im Gebäude. Viel Glück bei der Chili-Suche, Steffi. Bin gespannt auf dein Video heute. Da muss man ein Smiley schreiben. Oh, so ein komischer Smiley. So. Ja, der Fick. Oh, jetzt muss ich auch noch alles hier. Reiß ich mal zusammen. Das ist die erste Folge seit 2 Wochen, Mädchen. Und schon will sie hier kacken und pinkeln. Hier schon geguckt, danke ich dir, ne? Gut, wo wird die Reise denn weiterhin, wenn ich hier echt nichts finde? Ich muss einfach weiter hier die Dörfer abklappern. Gewächshäuser. Mir fällt sonst nicht viel ein. Aber ich kann jetzt nicht 18 Folgen hier bei der Käserei machen. Oh. Mist, alles. Zähl mich. Denn ich habe langsam, aber sicher das Gefühl, ich werde nicht fündig. Hier ein Einzelnen jetzt durchsuchen oder nicht? Checkt man manchmal nicht, was man durchsuchen kann und was nicht. BH. So ein Müllbeutel. Aber eigentlich ist das hier Blödsinn. Diese Fässer sind natürlich genial, ne? Aber wenn sie alle leer sind, bringt mir das herzlich wenig.
Was ist, da ist es, das Gewächshaus. Letzte, fast letzte Chance. Langsam wächst die Nervosität. Kannst du Glück haben oder nicht? Oh, Alter. Datteln, so ein Kackmist hier. Also kacken wir jetzt hier rein. Vor Enttäuschung. Vor Enttäuschung kackt sie jetzt. So, na, wie sieht's aus? Defekiert, Fräulein. Defekiert. Uriniert. Alles hier rein. Dünger. Alles da. Sogar Garn. Sogar Garn. Boah, ich habe was Rotes gesehen. Es war wieder der... Garn. Kürbisse. Schon wieder die Sonnenbrille. Das wird immer spannender. Okay, jetzt fehlt das so gut wie nichts mehr. Und die ganzen anderen Sachen vergammeln mir alle. Was ist hier los mit den ganzen Garn? Datteln. Hab mich jetzt gerade eine Sekunde gefreut wieder. Spielen, danke. Was hat denn da? Gummi oder was? Kleine Axt. Die ist aber echt klein. Okay, das wird nichts, Leute. Weintrauben. Wieder ein Apfel. Aber Essen gibt hier eine Menge, ey. Das ist geil, aber nicht das. Wonach ihr verlangt. Na, lohnt sich das so. Komm, wenn es da oben liegen würde, wenn ich vorbeirennen würde, ich würde mich hassen. Für eine geile Hose, ne? Top. Ich versuche die ganze Wild mit der Maus rumzueiern. Das ist aber gar nicht so einfach, wenn man das wieder sich antrainieren muss. Eine neue Knoblauchzehe. Guck, die hat 5 von 5. Sicher ist sicher. Zwar ein bisschen weniger Wertung, aber das ist nicht so schlimm. Wäre eh verschimmelt nach 2 Wochen. Obwohl eine Knoblauchzehe hält ziemlich lange, ne? Gut, ich bin nicht fündig geworden. Ärgerlich. Ist ja eh nur Stoff drin, ne? Oh, überall was drin. Schnickeranzen. So. Und nach der Folge muss ich mich erstmal hinlegen und schlafen. Ich bin
sowas von in den Fritten. Hat mich echt gehört. Ja, klar, ich war auch am Looten, ne? Zwei sind mir einer zu viel. Wo will ich denn hin? Toll. Sind mit Fenster. Shit. Ah, hier, komm. Komm, jetzt hinlocken. Ruhmpunkte gemacht. Wow, was war das denn? Vielleicht haben sie mich ja geführt. Wer weiß. Zu dem Müll hier. Leider nichts. Dann wird immer nur noch mehr Müll. Mist. Scheiße. Das ist ein Vogelhäuschen. Noch nie aufgefallen. Gut, wir haben es nicht geschafft zu finden. Schade, ich war mir ziemlich sicher, dass ich hier fündig werde. Nur weil ich schon nur einmal eine hier gefunden habe, aber kann ja überall liegen, die Kacke. Auto-Repair-Kit. Das war gut in Schuss. Dann muss ich wohl oder übel weiterziehen, ne? Wo kommt ihr denn alle her hier? Immer so mutig, loote mal schnell. Bin ja leise. So leise wie geht. Ist ja schön, zieh mal nie. Einfach her damit. Ich weiß nicht, ob er sie steckt. Wahrscheinlich genau auf die Stelle vom Messer gelegt jetzt, ne? Ja. Da kann ich später sortieren. So, gut. Was haben wir? Haben wir noch irgendwas zu durchsuchen hier? Nee, ne? Käsereis durch. Könnte ja mittlerweile sogar neu gespawnt sein, aber ich kann jetzt nicht 15 Mal in eine Käserei gehen. Jetzt habe ich auch irgendwie keinen Bock mehr. Das hat sie mich enttäuscht. Schwer sogar. Ich esse nie wieder in meinem Leben Käse. Hier haben wir ja noch ein kleines Örtchen. Und finden Blaubeeren. Alles klar. Super. Noch mehr Auto-Repair-Kits. Ohne Auto. Noch besser. Oh, das sieht aus wie eine knackige Jeans, ne? Nur mal testweise. Ne, ist es nicht. Warum eins denn so dreckig ist? Kann ja nicht immer Pech haben, ne? Das geht ja nicht. So, ganz schön dynamisch ist er heute, ne? Nach dem Kakao und Pipi machen. Zack, zack. Schäbige Maske. Ach komm, Spiel. Kann doch nicht so schwer sein. Hier eine frischere Tomate, sehr geil. Weil die war echt schon ranzig. Ja, ich freue mich auch über Kleinigkeiten, ne? Sagt die Peperoni, wie viel hat die noch? 60, die ist top drauf. Ein BCU-Chip noch von der letzten Folge. Vor 2 Wochen. Was macht denn eigentlich mein
Aufmerksamkeitsskill. Achso, der ist ja schon 3%. Und mein Bogenschießskill. Joa. Oh, ich habe die Pfeile vergessen. Naja, gut. Irgendwann muss ich ja verbummeln. Hab ja ein paar auf Ersatz. Alles gut. Ach, sind einfach die falschen Locations. Ich muss andere Dinge durchsuchen. Hier ist ein Stall. Was ist das da? Ein Stein oder was? Da liegt doch irgendwas. Ein Trüffel? Ja, das ist wie was, aber das kann man nicht aufheben. Oh, und die Sonnenbrille. Die super Sonnenbrille. Nicht so wütend, Steffi. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Das ist sauer schon wieder, das Mädchen. Also, wir hätten hier geguckt. Da ist ein Regal drin. Die fällt ja auch kaum auf, ne? Diese blöde. Ich sag's nicht mehr. Das brauchen wir nicht. Wir haben ein super Zielfernrohr. Ein improvisiertes. Eigentlich hat sie einen Bombenloot gefunden bis hierhin, ne? Also man kann sich gar nicht beschweren. Das passt nicht. Schippe und Schrott. Und das war's hier. Nicht eigentlich zu. Okay, das kann man nicht auf und zu machen, das Ding. Dann geht's weiter Richtung Osten. Eiskalt Richtung Osten. Hier so diese kleinen Örtchen. Das muss abgefarmt werden. Da gibt's Gewächshäuser ohne Ende. Auch eher da im Bereich. Woanders gibt es die, glaube ich, gar nicht so häufig, ne? Trotzdem werde ich mir bald mein Auto organisieren. Und dann fahre ich die Scheiße mit dem Auto alles ab. Das finde ich hier niemals eine mehr. So. Gut. Ist jetzt ein Eckchen, ne? Wir können ja erstmal nach hier oben gehen. So ein bisschen nördlicher. Trainieren muss man ein bisschen was ab. Trägt ja nicht viel. Ist ja nicht so, dass sie viel Gewicht jetzt gerade mitschleppt, ne? Nur so eine Gigatonne. Wenn sich anguckt. Ein Kochtopf. Was da alles drin ist, ey. Ist es das schon da oben? Nee, das ist eine andere Ortschaft. Und wann kommt man endlich wieder Wasser zum Waschen? Oh Gott. Hier. Ansonsten haben wir den Ozean. Aber da will ich nicht hin, da waren wir letzte Folge ja auch schon. Da unten. Da glaube ich, ne? Lass mal so ein kleiner Pool auf der Map, das rote. Das ist ein ganzes Gehöft. Gleich beim Looten. Wird sie wieder Ausdauer kriegen? Bin ich mal gespannt, was wir hier wieder erwischen. Eine Axt und eine coole Sonnenbrille. Ist ja gar keine Sonnenbrille, einfach nur eine hässliche, wofür überhaupt gut sein sollende Brille. Ich weiß nicht, warum mich die Dinger immer so anziehen. Da finde ich eigentlich immer nur Metallschrott und sowas drin. Und Gurken. Oder was ist Zucchini? Zucchini. Es hätte auch was anderes sein können, was ich jetzt nicht mehr nennen will. Dann mach jetzt mal so einen doofen Sack daraus. Und kriegst natürlich keinen Ruhmpunkt. Okidoki. Was ist das hier, eine schöne Ecke, ey.
Lädt zum Verweilen ein. Boah, die Aussicht, ey. Wasser. Hotpants und Wasser. Und Kerze. Der hier nahe liegt, ne? So, jetzt muss ich mal gucken. Macht ja einfach keinen Sinn, da hoch zu rennen. Hier bin ich. Komm, Spaglatzern. Ah, Reflexe sind noch da. Das ist gut. Hab ich schon? Nein, nee, hab ich nicht. Ein riesen Rucksack. Noch ein riesen Rucksack. Wahnsinn. Und nochmal 10 Money. 20 Kilo wiegen die? Zweimal? Was? Irgendwie komisch. Irgendwo waren nochmal 10er da. Wir haben ordentlich am Money gefunden schon, ne? Muss man mal einzahlen lassen. Benutzt mein Konto so gut wie gar nicht hier. So, weiter Richtung Osten wollte ich, ne? Ja, so leicht nördlich, so. Alles nur nicht verbummeln. Guck, ich habe sogar schon Pfeffer gefunden. Fleisch habe ich schon einkassiert. Wie lange ist das nur haltbar? Ach, ewig. Also es fehlt wirklich nicht mehr viel. Ich kam gut an. Also überraschend. Ich habe gedacht, ich kriege Bauchschmerzen. Aber immer muss man sich wieder ranwagen an den guten Kaffee. Oder? Wenn man mal auf der Discord-Seite von uns guckt, wie viele Hektoliter Kaffee da immer gepostet werden. So, es wird eigentlich schon wieder ein Rundmarsch um die ganze Map, wenn das so weitergeht. Timitom, hier sind Bunkeranlagen. Ich ahne schon, dass ich bald wieder zur Käsefabrik gehe. Die Cheesecake Factory. Was ist ja Käsekuchen? Ja, Blödsinn. Aber vielleicht machen die auch Käsekuchen da unten, wer weiß. Weißt du, die Entwickler wollen noch ein Engine-Update raushauen, oder? Das kam aber noch nicht, oder? Habe ich da irgendwie was verpasst? Ich habe immer aufgepasst, also ich habe am Rechner immer meine Updates für die Spiele gemacht, damit ich da aus dem Laufenden bleibe. Aber manchmal übersieht man ja mal gerne was. Oh Mann, müssen wir uns sauber machen. Wir sind so dreckig. Ich gucke erstmal in den Fässer rein. Hab schon gesehen im Augenwinkel. Und finde eine Walnuss. Mhm. Nichts. Nichts. Fässer sind natürlich immer super interessant. So Tabasco-Fässer. Eine Walnuss. Nochmal mehr Zeug. Ist aber zu groß. Das passt nirgendwo mehr hin. Ich kann es nicht verpacken. Ich kann mal nicht nach Hause gehen, ohne einen Chili-Eintopf. Kann ich mich mit mir sehen lassen zu Hause? Das? Oh, eine andere Brille mal. Abwechslung. Oh,
Ein Weihnachtsmannkostüm. So, scheiß Ranzen. Metallmist. Jetzt aber, komm. Kleber und ein Küchenmesser. Das ist langsam so eine verzweifelte Suche nur noch. Scheune waren wir noch nicht, ne? Los hier, ey. Verlieren alle Moneten heute. 50. Ja gut, da passt er aber super noch rein. Hier nehmen. Ah, da unten war noch was. 100er. Was mache ich denn bloß mit der ganzen Kohle? Wenn ich sie lebend nach Hause bekomme, weil das ist nur ein ganz schön weiter Weg nach Hause. So. Kleines Häuschen noch. Ein Auto auch noch. Wieder eine Knoblauch. Mann, warum denn eine Knoblauch? Ey, kann alles drin sein. Warum denn eine Knoblauch? Ist er aggressiv geworden. Wird er sauer. Da hoch für nix wieder. Aber man weiß es ja nie. Eine Tomate. Also man findet alle Zutaten, das ist gar kein Problem. Ne? Aber. Aber wo? Kaki-Ort durch. Dann müssen wir das ganz östlich laufen. Ziemlich freie Fläche. Boah, das ist ja hübsch, ey. Deswegen lasse ich mal ein bisschen jucken. Und ein Stück Seife habe ich, glaube ich, gar nicht mehr dabei. Doch, habe ich da. Ja, das ist eine sehr freie Fläche. Kommt mir irgendwie alles fremd vor momentan. Ich weiß auch nicht. Shit, Zombie. Ein Skumbi. Was kommt denn da im Bunker? Ja, auch mal eine kleine Abwechslung nebenbei, ne? Abwechslung. Weißt du was? Ein Bunker? Kann das sein? Dass da ein Bunker steht. Was hat der für einen Sinn? Obwohl, der kann ziemlich weit gucken, ne? Schön großer Bunker sogar. Mit einem dicken Zombie drauf. Das macht aber nichts. Da unten ist auch noch einer. Oh, und kein dicker Zombie, alles gut. Zwei Skillpunkte gemacht.
Ruhmpunkte. Krasser Zombie, ne, mit Rucksack. Aua, ich wollte mich bewegen. Wenn du manchmal aus dem Konzept kommst, dann bist du aber aus dem Konzept, ne? Komm, du brauchst alle Löcher in dir gekrochen. Schöner Bunker. Guck, der hat ja so ein Pistolenmagazin mit Munition sogar, aber das sieht schon zerstörungsanfällig aus. So dreckig wie das war. So, ich versorg mich im Bunker. Ich hab die Pfeile vergessen, Mann. Verschwindet jetzt wieder. Bupp. Ne. So. Was? Toilettenhäuschen. So, es wird erstmal versorgt und dann wird ein bisschen geguckt, was es hier Schönes gibt. Wir sind da noch drin. 3. Okay, 98 Munition braucht kein Mensch gerade. So, versorgt sind wir. Oh, das ist ja praktisch. Zack. Geil. Erste Fach reingucken, ist ja erstmal ein Bajonett für die Waffe drin. Oh, geil. Da muss er Pistole leiden drunter. Weg damit. Genau die richtige Munition für die richtige Waffe. Mal gucken, was der uns hier so bringt. M1 Scope. Passt das wohl da drauf? Noch ein Bajonett für die Waffe. Kann man 2 drauf machen? Könnte ein Bug sein. Warte, ich muss einmal kurz gucken. Wo war denn das M1 Scope jetzt? Schon wieder vergessen. Da. Passt nicht. Wäre wahrscheinlich ein schöneres als das, was jetzt drauf ist. Freut man sich über Bajonetten, findet gleich 2. Und da ist er wieder. Krass. Wie oft man denn jetzt. Wie oft ich jetzt. Jetzt habe ich ihn schon 2-mal gefunden. Und der WW2-Helm? Na komm. Weil wir 2 Wochen nichts gemacht haben, darfst du heute meinen Helm tragen. Boah, ist das Seife? Kann man sich doch nicht mehr mit waschen. Stecken wir die mal hier für den nächsten Finder. Hat halt einfacher. Wie die jetzt aussieht. Ist ja etwas rostig, der Helm, ne? Aber der scheint nur ganz gut. Nee. Der ist ziemlich ranzig, obwohl er gar nicht ranzig aussieht, ne? Gut, obwohl der sieht ranzig aus, aber nicht so, dass ich jetzt erwarten würde, dass er dreckig ist. Gut. Haben wir nochmal einen Bunker gehabt zur Abwechslung heute. Rennen weiter Richtung Osten. Nachdem wir natürlich erstmal die Toilette gecheckt haben. Hat dann seinen Hut vergessen. Und kommen wohl noch an, da bestimmt. Diese schönen Pünktchen, ne? Da wird es interessanter. Und hier die Ortschaften. Ja, da gibt es Gewächshäuser, das weiß ich noch. Das habe ich noch in Erinnerung. Aber nicht in welchem Dorf. Aber eins davon ist ja eine. Eins ist ja gar kein Dorf, ne? Eins ist ja. Eine Fabrik. Sind wir schick ausgerüstet. Voller Freude. HP.
Behandelt, verletzungsbehandelt. Natriummangel, keine Ahnung, was sie von mir wollen da. Da unten ist das Dörfchen. Dörfchen, das ist nix. Das sind alles nur so kleine Pipi-Nester, mehr ist das nicht. Hunter und rosa Stiefel, ich glaub's nicht. Wenn ich so, mit Munition sogar. Springe ich nicht. Die Steffi trampelt durch den Wald. Ich meine, wir haben einen Plan. Und irgendwann werden wir Glück haben. Und wir schrocken jetzt hier. Gar nicht gesehen, ey. Schießpulver, Lumpen, Pistolenholster, Säge, alles so ganz normale Sachen, die man so erwartet, ne? Es wird auch schon dunkel langsam wieder, ne? Soll ich den Zeit rasen? Jetzt schon 51 Minuten, was? Komisches kleines Ding hier. Na gut, komm, der Stall. Jetzt mal auch eine Tomate drin gefunden. Eine schicke Hut und sonst nichts. So, wo kommen wir jetzt an? Das ist wichtig, dass wir jetzt ein Ziel haben. Das etwas größere Dorf östlich von uns. Das möchte ich gerne noch erreichen. Dann wird es eh dunkel. Okay, da kommt die HP wieder, 75. Hab mich ein bisschen gewundert, denn durch die Heilung verliert man ja immer ein bisschen Lebensenergie. Wie sieht es bei ihr allgemein momentan aus? Naja, Kalorien sind in Ordnung. Fett, Kohlenhydrate ausgeglichen, Eiweiß hat sie. Und 4% Alkohol, Heidewitzka. So, jetzt mache ich mir Stress. Brauche ich aber nicht, weil der Wald ist so dicht geworden hier, ne? Das ist natürlich ein Eckchen jetzt, verdammt. Und das, wo war denn die Fabrik? Das hier war die Fabrik, oder war das hier die Fabrik? Werden wir von hier aus eh sehen. Und eine kleine Bestandsaufnahme mal machen. Chilis. Also wir brauchen zweimal Fleisch, Tomate habe ich, Zwiebel habe ich, Garlic, Knoblauch habe ich, einmal habe ich schon ein Dings. Und hier ist noch das Problem mit dem Salz, ne? Das haben wir noch nicht. Was mich auch wundert, weil ich habe Gewürzmischung habe ich schon. Die habe ich, glaube ich, auf jeden Fall, ne? Oder habe ich die weggeworfen? Ne, da ist sie. Ich habe sie noch. Sieht nur ein bisschen anders aus. Fett habe ich sogar schon einmal. Alkohol habe ich. Öl habe ich. Und das andere sind ja die Zutaten. Eigentlich fehlt nur noch einmal Salz. Und eine Chilischote. Dann habe ich diese Aufgabe gemeistert. Gemeistert. Nach 10.800 Folgen. Dann machen wir eine Pause. Dann rennen wir mal ein bisschen. Den schicken Hut. Aber ist auch ein deutscher Helm. Da steht sogar da. Deutscher Helm, Zweiter Weltkrieg.
Old Military Helmet. Aha. Und dann geht's aber schnurstracks nach Hause, die Sachen safen. Das Geld safen vor allen Dingen. Und dann gibt's die nächste Mission, würde ich sagen. Aber es müsste auch langsam aber sicher mal bald wieder ein Patch rauskommen, ne? Heute ist ja Freitag, aber Freitags machen sie ja nicht mehr die Patches. Jetzt machen sie irgendwann Patches. Anstatt irgendwie terminiert war auch nicht gut für die. Das hat die zu dolle unter Druck gebracht. So. Das ist nicht gut mit dem Rennen. Das klappt nämlich gar nicht. Null. Oh, sie muss irgendwas. Pipi. Guck dir das Bajonett mal an, ey. Hohoho. Wie gut war denn noch der Zustand? Hab ich gar nicht drauf geachtet. Das war, wenn man nie sieht. Da möchte ich nicht von abgestochen werden, ey. Ja, von irgendwas anderen auch nicht. Aber ist ja egal. So. Weiter geht's Richtung Nordosten. Zur letzten Ortschaft, wo es das gibt, was ich suche. Will ich immer wieder sagen. Zwischen eine Bunkeranlage. Boah, boah, boah. Lag. Oh, das war witzig. In den Zombie geleckt. Sieht. So auf. Eins. Das Licht denn jetzt hier schön ist. Scheiße. Ja, wenn der da droppen würde, ey. Aber dann wäre die von der Qualität so schlecht, dass sich das eigentlich gar nicht lohnen würde, oder? Habe ich irgendein Messer verloren? Nee, hab ich nicht. Gut. Man sieht es ja unten noch auf der 3. Oh, wie ist das eine Ortschaft? Das sieht nicht militärisch aus, auf viel zu offenes Gelände. Viel zu offenes Gelände. Oh, in 3 Minuten ist Server-Neustart. Hoppala. Ich habe sogar einen Ruhmpunkt gekriegt. Für meine Bajonettattacke. Ich will sie aber noch ins Trockene haben. Mal ehrlich. Es wird langsam der Süden. Geht der Süden flöten. Jetzt können wir wieder im Wald gebieten. Ich muss es so langsam mal sehen. Ist es ein Dach? Das ist auch ein Flicken. Da ist es. Riesig groß. Ungeduldig rennt sie. Ich jetzt aber irgendwie gar nichts mehr, weiß auch nicht. B1. Wir sind bei B1. Ui. Oder gehe ich nicht mehr hin? Wir sind zu voll. Wir sind einfach zu voll. Wächst
steckt sogar was drin. Ja, natürlich nicht das, was man sich wünschen würde. Man weiß nie. So. Okay. Kleines Gehöft. Ist jetzt meins. Hier wird's übernachten. Unsere gute Steffi. Und dann verzweifelt weitersuchen. Suchen, 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 suchen. Und suchen. Bis, keine Ahnung, Scum 2 rauskommt. Dann werde ich sie vielleicht gefunden haben. Was ist das? Lumpen. So, Server-Neustart. Müsste jetzt aktuell kommen. Kriegen wir sie noch im Bett? Schnell, 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 schnell. Nein. Okay, ich sage an der Stelle danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ihr könnt ja Tipps geben. Wo habt ihr schon so eine verfickte Scheiß-Pepperoni gefunden? Bis zur nächsten Folge.